Was sich ein Motorbootrennen zu seinem 50. Jubiläum wünscht? Klar, jede Menge Besucher. 10.000 waren es am Ende über 3 Tage verteilt, die Rennsportluft schnupperten. Davon gab es reichlich. In 5 Wertungsklassen flogen die Piloten regelrecht über die Elbe und das, obwohl der Bananenkurs als besonders anspruchsvoll gilt. Hier ist es eben das Besondere in Dessau, ist eben diese Krümmung der Elbe, was für alle Piloten natürlich sehr schwierig ist, das zu handeln. Weil die Boote normalerweise für eine Linkskurve ausgelegt sind. Und hier muss man in Dessau die ganze Gerade mit Vollgas rechts fahren. Also immer am Limit, sag ich mal. Dann kann sowas passieren, wie mir gestern passiert ist, dass das Boot einfach auf einer Welle sich dreht und man ist raus. Für Schulze lief auch der 2. Lauf in der Klasse FR1000 suboptimal. Eine Kollision und ein daraus resultierendes Loch im Boot machten die Träume vom Podestplatz schnell zunichte. Monatelang hatte der Dessauer sein Boot umgebaut. Mit Hilfe von René Behnke wurde das 3-Punkt-Boot verlängert und am Rumpf verbreitert. Erfolg. Also ich hatte immer das Problem mit dem Boot, dass es wegfliegen will, also bei Geschwindigkeit abheben wollte. Und ich musste in den Wendebojen musste ich immer langsam fahren, relativ langsam fahren, weil es immer den Drang hatte zu kippen. Und genau diese 2 Fehler haben wir abgestellt damit, mit dem Umbau. Das Boot ist jetzt 25 cm länger und 70 cm breiter am Heck. Hat jetzt eine bessere Führung auf der Geraden, hat hinten 2 Keile drunter, dass die Luft entweichen kann, dass das Boot nicht mehr steigt. Und das war ein voller Erfolg. Aus Dessau-Rostlauer Sicht sportlich erfolgreich präsentierten sich Sven Fromm und Mario Alex. Fromm gewann die 350er-Klasse vor Alex, der mit seinem 250er-Boot einen beachtlichen 2. Platz erfuhr. Spektakulär anzusehen waren alle Klassen. Auch die Thundercats genannten Schlauchboote, die mit rund 100 Stundenkilometern auf dem 3. größten Fluss Deutschlands unterwegs waren. Mit Abstand am schnellsten hätte dieses Boot am Wochenende unterwegs sein können. Fabian Kalso bot mit seinem Formel-1-Boot die Möglichkeit, das Dessauer Motorbootrennen einmal selbst vom Wasser aus zu erleben. Allerdings ließ es der einzige deutsche Formel-1-Powerboot-Pilot ruhig angehen. 150 Stundenkilometer dürfen den Passagieren aber schnell genug vorgekommen sein. Ja, das Besondere ist die Verbindung Technik, Wasser, Luft, ja, dieses alles hinzubekommen. Also so ein Boot schnell zu machen, dass es auch auf dem Wasser bleibt und auch die anderen, die um Wettkampf auf dem Wasser ist. Ja, ich sag, man hat keine Bremse, man hat nur ein Gaspedal, eine Lenkung, kann ein bisschen was verstellen unterwegs. Aber dieses alles zu koordinieren, auch mit den Windverhältnissen, mit den Wellenverhältnissen und so, das finde ich fantastisch. Und mit ihm offenbar auch das Dessau-Rosslauer Publikum. Das könnte sich laut UIM-Kommissar, also dem Mann, der nach Prüfung der Wassertiefen über Renntauglichkeit empfindet, schon im nächsten Jahr wieder über eine Weltmeisterschaft freuen. Die letzte gab es im Jahr 2009. Also das freut mich, das ehrt mich, weil diese Veranstaltung hat uns ein Dreivierteljahr Vorbereitung gekostet. Viel Schweiß, viel Geld und wenn das natürlich durch Zuschauer belohnt wird oder mit dem Besuch gestern von Dr. Haseloff, das ist natürlich klasse für uns. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.